meine Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum habe ich eine Krone auf? Aber das hat alles seinen Grund. Ich kooperiere nämlich in diesem Video mit der Marke Rouge & Galet. Wenn ihr noch nicht diese Marke kennt, dann bleibt unbedingt dran. Das ist eine sehr schöne Naturkosmetikmarke und ich erzähle euch aber gleich was zu den Produkten. Erst einmal, warum ich eine Krone aufhabe. Und zwar geht es um diese neue Pflegeserie Aura Mirabilis von Rouge & Galet. Das ist die erste Pflegeserie, die sie auch rausgebracht haben. Und die steht unter dem Motto Aura einer Kaiserin. Und dass man sich auch selber verwöhnen soll und sich behandeln soll zu Hause wie eine Kaiserin. Deswegen die Krone. Wenn ihr aber die gesamte Geschichte dazu hören wollt, finde ich euch unten ein sehr, sehr süßes Video, wo sich auch ein wunderschönes Model als Kaiserin verkleidet. Und ja, ich habe es heute versucht, ein bisschen nachzuahmen. Ich hoffe, die Message ist rübergekommen. Nur noch mal kurz was zu Marke, falls ihr einige von euch noch nicht kennen. Und zwar werden alle Produkte in Frankreich hergestellt. Und sie ist ganz besonders dafür bekannt, dass sie destillierte Heilpflanzen verwenden. Also super für diejenigen, die eine empfindliche Haut haben. Und in den Produkten sind auch keine Parabene enthalten, was natürlich super ist. Ich würde mir jetzt aber sagen, ich stelle euch jetzt die neue Pflegeserie genauer vor. Ich sage kurz was zu jedem einzelnen Produkt und zeige euch, wie ich das anwende. Dann könnt ihr euch das so genauer vorstellen. Falls ihr euch dann für die Produkte interessiert und sie auch mal austesten wollt, dann bleibt mal bis zum Ende des Videos dran. Ich habe da nämlich eine kleine Überraschung für euch und eure beste Freundin. Also schön dranbleiben. Ich fange an mit der Reinigungsmaske. Und zwar ist das Coole daran, dass sie zwei Anwendungsmöglichkeiten hat. Die erste Anwendungsmöglichkeit ist, dass ihr sie als Make-up-Entferner sozusagen verwenden könnt. Wenn ihr das aufgibt, das ist ja erstmal ein Gel. Und wenn ihr das dann so in euren Händen verreibt, wird das zu einem Öl. Und wenn ihr es dann an eurem Gesicht anwendet und das Make-up sozusagen entfernt, wird das zu einer milchigen Konsistenz. Und dann könnt ihr auch euer Gesicht mit Wasser ausspülen und euer Make-up ist weg. Ich finde das wirklich sehr interessant, dass sie irgendwie zwei Konsistenzen dann irgendwie hat, wenn man sie als Make-up-Reiniger verwendet. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut, muss ich noch ausprobieren. Was ich aber ausprobiert habe, ist diese Maske als Detox-Maske zu verwenden. Und zwar habe ich mir das einfach auf dem Gesicht aufgegeben. Ich habe natürlich aufgepasst, dass meine Augen und mein Mund ja, nicht bedeckt sind sozusagen und sie 5 Minuten einwirken lassen. Und dann habe ich es ganz normal weggenommen mit einem Tuch, ein bisschen warmem Wasser, lauwarm. Und das hat so wunderbar funktioniert und man fühlt sich einfach, wie der Name schon sagt, Detox. Man fühlt sich sehr, sehr frisch danach. Hier sind übrigens auch, wie in allen anderen Produkten, die 18 Heilpflanzen drinnen plus Sonnenblumenöl. Es hat auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gefühl danach gegeben, nach der Maske. Und das Coole ist, wie gesagt, an diesem Produkt, dass ihr das als Make-up-Entferner und als Detox-Maske verwenden könnt. Also so viel erstmal zu der Reinigungsmaske. Dann ging es natürlich weiter mit einem Gesichtswasser. Das ist ganz wichtig, wenn ihr ein Reinigungsgel verwendet, weil es den pH-Wert wieder neutralisiert und eure Haut dann nicht mehr so super empfindlich ist. Was super cool und interessant ist, ist, dass hier drin Apfelessig ist, aber nicht diesen Apfelessig, den man kennt, sondern einer, der wirklich sehr fein ist, sehr gut riecht. Und zudem ist das Gesichtswasser, wie gesagt, gut, um euren pH-Wert wieder zu neutralisieren. Außerdem glättet, verfeinert es euer Hautbild. Das habe ich einfach mit meinem Wattepad aufgegeben und konnte dann auch schon weitermachen mit dem nächsten Produkt. Weiter geht's mit dem Zwei-Phasen-Extrakt und ich finde hier erstmal die Flasche super süß und sehr interessant. Ich erzähle euch auch gleich, wie man das anwendet. Aber ich erzähle euch erstmal, was es so kann und wofür es denn so gut ist. Und zwar repariert dieser Zwei-Phasen-Extrakt eure Hautzellen und schützt auch vor äußeren Belastungen, wie jetzt zum Beispiel die Abgase. Und das ist wirklich super schnell eingezogen. Man muss das zuerst schütteln, wie ich euch in dem Clip zeige. Und man öffnet einfach die Tube und das Coole ist, eure Dosierung ist sozusagen dann fertig und ihr könnt das gleich anwenden. Das heißt, da kommt auch gar nicht viel mehr raus, als ihr braucht. Und ihr könnt danach, wenn es jetzt Tages-Make-up ist, mit der Foundation weitermachen. Wenn es aber abends ist und ihr noch eine schöne, reichhaltige Pflege haben wollt, so mache ich das zumindest, verwende ich noch diese legendäre Creme. Und zwar ist es eine wirklich sehr, sehr schöne, reichhaltige Creme. Sie riecht wirklich sehr, sehr frisch und da ist auf jeden Fall
weiße Lilie drin, beziehungsweise riecht es danach. Und ja, wie gesagt, das verwende ich dann anschließend und dann ist meine Haut wirklich schön voll mit Produkten und ich kann schlafen gehen und meine Haut zieht das über Nacht vor allem sehr, sehr gut auf und speichert das sozusagen. Und zwar ist die weiße Lilie dafür bekannt, dass sie eine sehr besänftigende Wirkung auf eure Haut hat. Das heißt, wenn man Hautrötungen hat oder ein wenig Stellen, wo es ein bisschen brennt, vor allem nach dem Make-up entfernen, dann lindert sie das auf jeden Fall. Ich habe euch auch natürlich hier gezeigt, wie ich sie auftrage und wenn man das Produkt erstmal sich anschaut, ist es wirklich eine sehr feste Textur, die aber sehr schön ja, zart wird und so Art schmelzend. Das heißt, wenn sie mit der Wärme in Berührung kommt, mit euren Händen, verteilt sie sich wirklich sehr, sehr schön auf die Haut und ja, kann dann über Nacht, wenn möglichst, aber auch natürlich tagsüber einziehen. Und sie gibt wirklich einen sehr, sehr schönen Effekt danach, einen sehr schönen Glow und ja, die Haut schaut dann so prall aus. Ich mag super gerne das Hautgefühl danach, also es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und das war es erst einmal zu den ganzen Produkten detailliert, zu jedem einzelnen Produkt etwas, wie ihr das anwenden könnt und wozu es gut ist. Ich habe das heute, wie gesagt, mit euch zum ersten Mal verwendet und bin selber sehr überrascht, positiv überrascht von den Produkten und kann sie euch wirklich empfehlen. Die geben so ein schönes Gefühl danach und ich finde so, das ist das Wichtigste, weil dann merkt man erst so, da passiert was. Und das Coole ist, dass ich zwei Sets verlosen kann, also an eine Gewinnerin sozusagen für sie und ihre beste Freundin oder ihre Mama oder ihre Schwester und sie sich so zu Hause wie Kaiserinnen verwöhnen lassen können. Das ist so, wie gesagt, die Message dahinter, was ich sehr, sehr cool finde, weil wir alle uns mal ein paar Minuten am Tag Zeit nehmen müssen und uns selber kümmern müssen. Deswegen, ja, macht gerne mit. Das ganze Gewinnspiel wird auf Instagram stattfinden. Also folgt mir auf Instagram, kommentiert und liked dieses Bild, markiert eure beste Freundin, eure Mama oder eure Schwester. Und ihr seid dann schon dabei. Die genaueren Teilnahmebedingungen schreibe ich euch unten in der Infobox oder ihr könnt es dann unter dem Bild auf Instagram lesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich finde das wirklich eine sehr, sehr schöne Kooperation gewesen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das abzudrehen. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und dann würde ich mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Und ich hoffe auch bis zum nächsten Mal. Tschüss!